Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario 3D Land. In Welt 5.1 geht's heute weiter und ich wünsche uns erstmal ein frohes neues Jahr, dass wir alle schön, gut und toll ins Jahr 2018 reinstarten werden. So, wir sind hier gleich Boomerang Bruder, also das ist ein Boomerang Bruder, nicht Hammer Bruder hier. Ja, ist doch geil. Ach, das Ding kann so auch noch laufen, ist immer interessant. Obwohl sie halbwegs auseinandergenommen, massakriert und whatever wird, kann es noch laufen, Hauptsache. Ja, Weihnachten, ne? So, ja, 2019 wird ein tolles Jahr. Let's Plays Test. Oh Gott, Let's Play Test nicht gesehen. Das war mir klar, dass so einer kommt, aber ich bin halt trotzdem so dumm. Aber da gibt wieder Items raus, das ist gut. Ja, 2019 wird Let's Plays Test nicht gesehen. Ein geiles Jahr. Keine Frage. Mit vieles Cooles kommen. Darüber wäre es aber mal lieber in einem. Ja, können wir eigentlich aber ein bisschen drüber reden. Wollte eigentlich ein anderes Topic anspressen, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Wenn wir über kommende Let's Play Projekte sprechen. Und das ist Mario-lastig. Denn wir haben jetzt heute angefangen Mario Kart Wii. Also im Upload-Zeitpunkt, oh Gott, gesehen. Angefangen mit, das ist ja ätzend, mit Mario Kart Wii, dann geht's auch noch weiter, yay, ein neues Leben, dann kommt eben, nach Mario Kart Wii kommt jetzt am 1.2., was übrigens völliger Smart ist, was war's denn hier, kommt am, 11.1. so war es nicht, 1.2. 11.1. kommt ja Super Mario Bros. U Deluxe, das hasse diesen Teil, raus. Werde ich jetzt playen, direkt am Release. Und dann müsste es irgendwann Februar auch mit. Ich muss mich hier mal kurz konzentrieren, Leute. Danach geht es weiter. Das ist ja behindert hier. Oh Mann, an dieser 1-Teil-Stelle falle ich sie immer runter. Weil ich die nicht gesagt sehe, das ist scheiße. So, nächster Suche, das sollte man lieber auf dem kleinen. Nee, man muss definitiv hier auf dem großen Bild zum Zaun. Was, wenn das dann. Wieso falle ich an der 1er-Stelle immer runter? Ja komm, das ist doch jetzt hier nicht mehr schön. Oh Mann. Nee, also Balancierkönig bin ich definitiv nicht. Da habe ich an der Stelle auch gerade bei den Scheißschwierigkeiten. Also auch was damals gab bei wie viel Plus oder so, bin ich bei Balancieren. Richtig Scheiß. Ich weiß, wie dieser Part heißt. Balancieren ist kompliziert. Halleluja! Endlich habe ich dieses Scheiße hier. Da ist dann was ans kommende Let's Play Parts, aber trotzdem dieses. Oh! Was ist denn das für ein Ding? Aber ich weiß, was dieses generell funktioniert. Ich muss auch die Zeit ein bisschen im Blick halten, die halten tatsächlich. Die mir nämlich. Ja, als ob, es war doch kurz davor, aber. Ja, genau. Was gibt hier als nächstes? Nichts gibt's hier. Ui, eine Tür. Was ist da wohl drin? Schmidtwehrfleck, hey. So. Ich muss bei auf der Tradecken zu rennen und das ist halt nicht gut so. Oh Gott. Ich habe null, aber auch null gegen das mich wehren kann. Gegen eventuelle Bosse, die jetzt kommen. Nein! Nein!
Gott. Der Teil ist ja richtig ätzend. Auf jeden Fall geht's lustig mit Mario weiter. Nämlich nach Super Mario Bros. U kommt Super Mario Galaxy 2. Das. Ja, als ob ich da jetzt hier runterfalle. Scheiße hier die Stelle gerade. Hat nur die ganz letzten kleinen Einfluss hier. Natürlich trifft man jetzt hier Dreck hier. Die kann man relativ leicht noch ausweisen, weil die eigentlich eher random fallen. Ich komme dieses Ding, was hier dann irgendwo hochgeht. Da muss man, glaube ich, drauf springen, dann geht das auch weg. Das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert, als ich dachte. Jetzt fallen die wieder random diese Dinger runter, nur dass jetzt in dem Fall ein bisschen mehr sind, die letzte Jahr anders fallen. Ach, schön. Da wäre eine Star Coin, aber ich glaube, die, ach, die hätte man mit dem Hammer holen können. Da habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Boah, nee. Hey. Die ist aber groß hier. Uff. Also uff, uff hier. Shit, ich will das nicht nochmal machen. David, pass auf, was du tust. Keine Ahnung, ob die Pflanzen hier gefährlich sind. Das heißt, ich soll liebevoll dran vorbeigehen und zur Flagge gehen. Yay! Also, gewöhnlich bin ich auf dieses Level. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt der super. Ui, Luftballons. Wird jetzt der Super Mario Elastic in Excess High, die auf dem Channel werden. Eben durch das Mario Kart Projekt, was gerade läuft, durch dieses Projekt hier. Was ich übrigens beendet haben möchte bis zum 11.01., wo nur Super Luigi. New Super Mario Bros. U Deluxe erscheint. Bis dahin will ich das zu Ende haben, um so ungefähr, damit ihr jetzt mal so ungefähr einen Plan bekommt, was ich dann so eigentlich schaffen müsste. Oh Gott, das Level geht so, dass es. Ich weiß auch wieso, nämlich wegen diesen Rollen, die kommen werden. Es ist lustig, aber vor allem behindert. Dieses ist also sehr gewöhnungsbedürftig zumindest. Ja, da hätte es rennen müssen, dann wäre es geklappt, aber ich bin halt wo hängen geblieben. Aber ganz ehrlich, das Level als kleiner anzufangen, ist halt auch nicht so dufte. Deshalb froh, dass ich groß bin. Also ich muss mich hier an dieses hier erstmal orientieren. Na gut, das geht durch Springen relativ gut und hier. Gott, der hat bestimmt Starcoin gegeben, die wir es irgendwie auch verpasst haben. Ich hole mal da doch ein Magisch hin zurück. Also was triggert mich sonst immer sehr. Nee. Hier geht es natürlich weiter. Dann wäre die doch im anderen Raum gewesen. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Weil wie gesagt, das triggert mich immer sehr, irgendwie keine Starcoin einzusammeln, obwohl es eine gibt. Weil geht's hier eh noch nicht weiter. Vielleicht gibt's hier dann doch nichts. Unnötig, dass wir jetzt wieder hingegangen sind, aber woher soll man es denn auch wissen, wenn man es nicht weiß? So. Gut, hier war die Midway Flag und jetzt müssen wir gleich da ruhen. Tja, oder hier gibt's erstmal ein paar Dach. Was im Hacker ist hier, Alter? Das ist nur irgendwelches Dach hier, ist aber okay. So, ich glaube, wir müssen hier runter. Oder auch nicht, wir müssen tatsächlich hier lang. Ist ja alles höchst verwirrend von diesem Level hier. Aber ja.
Muss man alles jetzt unbedingt fest. Ah, da ist eine Tür. Merkt mir das nächste Mal, habe ich es jetzt nicht durchgesagt. Machen wir jetzt mal hier. Ja, also wie gesagt, die nächste Zeit wird sehr Mario-lastig, mal wieder zu dem zurückzukommen, was ich sag, du heilige Scheiße. Eigentlich sagen wollte. Gut. Und das aber auch so Rest, denn ja, ich mag eigentlich, ich mach das halt ganz gern so Mario-Projekte einfach, weil die lustig sind. Ich mag Mario ganz gern, Super Mario in generell. So ist abonnanzmäßig und deshalb nächstes kommt ja auch noch gerade dieses Super Mario Land 2, dieses Silvester-Special. Deshalb ja. Sehr Mario-lastig in letzter Zeit, so wird es auch weitergehen. Das mit Ballons ist doch neu, das gab's doch davor nicht, ne? Oder bin ich jetzt dumm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, jetzt überlege ich gerade. Das Problem ist, ich muss gleich ins Kino, weshalb ich das jetzt in. Ja, das geht eh noch nicht von den Bahalo. Und das wird zum Gehen. Allerdings. Ja, ich muss das ins Kino, weshalb der Part hier jetzt heute kürzer ist. Der morgige Part wird dann da verlängert, dann mache ich es dann die ganze fünfte Welt fertig. War es heute nicht so kurz, weil ich irgendwie ins Kino gehen, das davor und das dann aufnehmen. Bis bald, dementsprechend bedanke ich mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne mal ein Like nach oben da. Also, gerne einfach ein Like da lassen. Mich würde es freuen. Nun sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao!